Hallo, meine wundervollen Seelen. Schön, dass wir hier zusammenkommen zum Monatsorakel für Mai 2024. Ich habe hier von Linda Giese das Tarot der neuen Zeit und es gibt in dieser Woche hier nur ein Kartendeck pro Legung. Das heißt also, ich mische jetzt hier so lange, bis eine Karte rausfällt. Das ist für mich das Zeichen, dass der Kartenstapel so lieb hier liegen soll. Und schaut euch dann, es ist die Sonne rausgefallen. Wie wundervoll. So, das sind einfach zu viele Karten, oder? Ich habe zu kleine Hände. Also, das ist die erste Ebene mit die Mitte, die Herzebene und das ist das Unterbewusstsein. Das gibt es jetzt für alle 5 Wochen und ich möchte es genauso auch rausnehmen, weil die Reihenfolge ja schon manchmal wichtig ist. So, und noch diese. Okay, wir schauen uns an, was die geistige Welt uns sagen will. Und das hier ist mein Montag. Nein, Quatsch, nicht der Montag, die erste Woche. Wir haben die Hohepriesterin, wir haben die zwei der Münzen und den Mond. Das ist der König der Schwerter, der Ritter der Schwerter und der Bube der Stäbe. Wir haben den Ausgleich, die Königin der Stäbe und das Rad des Schicksals. Ganz deutlich ist hier der König der Schwerter und der Ritter der Schwerter. Hier geht es um die Gedanken. Die Schwerter sind immer die Gedanken. Und der Ritter schaut auf den König, als wenn er sagen würde, ich schaue erst mal zu, was du denn machst. Weil der Ritter hier in der Mitte der Legung, geht um die erste Woche, es ist vom 3. bis vom 1. bis zum 5. Das ist jemand, der reinrauscht, alles durcheinander bringt und wieder verschwindet. Und er hat sich aber hier eines Besseren besinnt, und zwar, dass er sich vom König der Schwerter etwas abschaut. Ich habe das Gefühl, dass er gar nicht mehr so reinrauschen will, dass er hier als Bube der Stäbe, das ist hier, das ist diese junge Energie. Wir haben hier König, Ritter, Bube. Es ist, wie wenn die Energie immer weniger wird, immer ruhiger wird. Die Buben sind die, werden oft als Kinder dargestellt, die jungen Energien. Es sind die Energien des nicht so alles zerdenken, auch schon einfach mal machen. Der Ritter ist der junge Ungestüme. Und die Königin und der König ist immer der Gesetzte. Das sind die, die die Erfahrung haben, die schon eher wissen, was sie denn wollen. Und hier geht es zurück in der Energie. Seht ihr das? Vom König zum Ritter zum Buben. Der König, das war er vorher. Das war hier mit der Hohepriesterin, ist die eine von drei Schutzkarten, habe ich das Gefühl, dass der König diesen Ausgleich erkannt hat. Dann hat er gemerkt, ich bin schon zu weit, ich muss noch mal einen Schritt zurück. Als Ritter der Schwerter hat er hier die zwei Möglichkeiten gesehen. Die zwei Möglichkeiten, als König weiterzugehen, aber auch als Buben weiterzugehen. Der verändert sich, er bleibt nicht so, auch wenn er in der Mitte ist, aber er verändert sich und er geht zurück zum Buben. Er wird noch mal als diese junge Energie auftauchen. Diese junge Energie, und wir haben hier den Mond, der für die Veränderung steht, und das Rad des Schicksals steht ja auch ganz klar für die Veränderung. Und zwar möchte er hier mit der Königin der Stäbe in diesen Ausgleich. Eine Hand gehört ihm, eine Hand gehört der Königin. Und dieses Rad des Schicksals in der Mitte ist Sonne und Mond, die Sternzeichen. Es ist so, als wenn hier wirklich ein neues Leben angestoßen wird. Veränderung. Ganz krass. Wir schauen in die zweite Woche. Da habe ich, ja, die Sonne. In Schieflage bedeutet, dass die Energie arbeitet. Die Sonne ist rund. Egal wie sie ist, es spielt keine Rolle. Sie ist, naja, durch das Runde ist es egal, wie sie liegt. Sie arbeitet immer, das will ich sagen. Die 9 der Stäbe und die 10 der Schwerter. Buh, Belastung, die zu Ende geht. Die 10 der Schwerter ist immer das herbeigeführte Ende.
Wir haben den Buben der Kelche, die fünf der Kelche und wir haben das Ass der Schwerter. Das Ass der Kelche, wow, der Ritter der Stäbe und das Ass der Stäbe. In dieser Woche drei Asse. Das ist der Hammer. Also die Asse stehen immer für Chancen. Die Schwerter sind die Entscheidungen, die Gedanken, die hier etwas krönen. Die Kelche sind die Gefühle und die Stäbe sind die Umsetzung, die Tatkraft. Hier wird etwas entschieden aus dem Gefühl heraus und es wird umgesetzt. Und zwar die Belastung hört auf. Die kommt hier ganz gezielt zum Ende. Die fünfte Kelche, da sagt man immer, das ist die Energie, dass man immer nur auf das achtet, was nicht mehr im Leben ist. Und man verpasst im Grunde das, was gut ist im Leben. Dieser Mensch hier, der geht jetzt in den Wandel, in die Veränderung. Ich habe hier in diesem Monat das Gefühl, dass die mittleren Karten, die ja immer für den Kern stehen, worum sich alles dreht, der absolute Wandel ist. Jede Karte, die hier in der Mitte liegt, wird komplett verändert. Das heißt, hier wird der dunkle Mantel abgestreift, er dreht sich rum und er schaut auf die zweite Kelche. Und die zweite Kelche ist hier mit dem Buben der Kelche und dem Ast der Kelche. Die Buben sind die neuen, jungen, frischen Energien an Gefühlen. Und das Ass, dieser Kelch, das Ass der Kelche, der schwappt so über, der ist überhaupt nicht mehr zu bändigen. Mit dem Neuen der Stäben haben wir hier und dem Ritter der Stäbe haben wir wirklich, und das ist ja die Gegenwart, haben wir wirklich die Energie, dass dieser Wandel, das ist eine Lebenseinstellung, die hier die müde gemacht hat. Und die jetzt mit dem Ritter der Stäbe, das ist der leidenschaftlichste Ritter, das ist der, der hier wirklich auch zu seinen Gefühlen steht, zu den Gefühlen steht, soll ich sagen. Und wenn er sich nämlich wandelt, wenn er hier wirklich jetzt etwas tut, diese Belastung gezielt beendet, dann trifft er eine Entscheidung. Und das ist eine Entscheidung aus dem Herzen heraus, aus dem Gefühl heraus, die hier in die Umsetzung kommt. Und insgesamt ist die Sonne über allem und als erste Karte und dann noch, und jetzt muss ich doch nochmal sagen, in Schieflage, Leute, das ist ja wirklich der Hammer. Die dritte Woche. Die Königin der Schwerter, wir haben die drei der Stäbe und wir haben die zwei Kelche. Der Eremit, der Wagen und die zwei Schwerter. Der König der Münzen, der Gehängte und die zweite Stäbe. Bewegung. Und wieder habe ich hier die mittlere Karte, die sich verändert. Und zwar dieser Wagen hier sehe ich ganz deutlich, dass er losfährt. Diese Axt oder was immer das ist, diese Axt, die fällt einfach runter, weil der Wagen losfährt. Er ist nicht mehr zu stoppen und er fährt zu dem Eremit. Er holt ihn praktisch ab, damit dieser Rückzug hier ein Ende hat zwischen der Königin der Schwerter und dem König der Münzen. Weil die beiden nämlich eigentlich eine sehr gute Ausgangsposition haben und im Grunde diese Energie der zwei der Kelche lieben wollen, auf Augenhöhe, eine Beziehung auf Augenhöhe. Ja, wenn da nicht die beiden Karten hier wären, die eine sieht nicht, der andere sieht es nur falsch. Und das ist genau jetzt noch hier. Das sind diese zwei Stäbe. Der eine sieht es nicht, es ist hinter ihm und der andere sieht es falsch, es ist zu kurz. Also hier muss vieles noch in Bewegung kommen. Ich finde ja wirklich witzig, was die Engel mir hier wieder mal zeigen. Hier muss ganz, ganz vieles in Bewegung kommen und ich finde es so wunderbar, dass die Königin der Schwerter und der König der Münzen hier in der Vergangenheit sind und dazwischen der Eremit, der im Rückzug ist. Die sind beide im Rückzug, die Beziehung ist im Rückzug und dieser Wagen fährt voll in den Eremit. Das ist wirklich ein Ding. So, wir schauen mal auf die vierte Woche, ihr Buben.
Wir haben die sieben der Stäbe, den König der Kelche und wir haben den Tod. Die zehn der Schwerter war eben das herbeigeführte Ende. Der Tod ist das natürliche Ende. Wir haben die vier Schwerter, den Magier, und wir haben die vier der Stäbe, der Turm, die acht Ste Schwerter und die drei Kelche. In der Mitte haben wir den Magier. Und was ich hier sehe, das glaubt ihr mir nie. Hier zieht jemand an den Ohren und der zieht raus, 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 raus und dann ist da unten drunter, ich würde fast sagen, ein Esel oder ein Pferd. Es ist, als wenn hier jemand sagen wollte, sei doch kein Esel. Schau doch genauer hin, komm doch aus deinem Gedankengefängnis raus. Und diese sieben der Schwerter, das ist das, was man auf einem Hügel steht, sich immer wieder erklären muss. Und diese Ruhephase hier, das ist der Rückzug. Und der stürzt jetzt zusammen. Der Turm, wenn der Turm im Tarot fällt, stürzt dein ganzes Leben zusammen. Und das passiert hier, weil der Esel aus dem Hut gezaubert wird, weil der Esel erkennt, dass er ein Esel ist und dass er auch sich so verhalten hat, dass er eben sagt, ich habe es nicht gesehen, ich wollte es aber auch nicht sehen. Und das ist mit diesem König der Kelche. Es ist so, als wenn der König der Kelche jetzt hier diese Energie dieses Esels und dieser acht der Schwerter in den Tod schickt. Er will gar nicht mehr so leben. Er will gar nicht mehr so sein. Er möchte sich nicht mehr erklären und er möchte auch nicht mehr in der Ruhe sein. Er forciert diesen Turmmoment. Und nur dann, wenn alles hier gestorben ist, wenn er erkannt hat, dass er ein Esel war, Leute, verzeiht mir, wenn ich das so sage, dann stirbt es hier, dann stirbt er, es stirbt die Energie und dann können hier mit den vier der Stäben diese Energie des Neuen, das sind die vier Säulen eines Hauses, des Neuen, des Richtfest gefeiert werden, gefeiert mit den drei der Kelchen. Wir haben hier eine ganz starke Energie, eine ganz starke Eselenergie, soll ich sagen, die hier wirklich aus dem Hut gezaubert wird. So, ihr Lieben, die fünfte Woche. Der Stern. Ach, wie schön. Der Stern ist die höchste Schutzkarte. Wir haben die Herrscherin und die Königin der Münzen. Sicherheit. Der Bube der Münzen, das Gericht und die sechs der Schwerter. Dann haben wir die Mäßigkeit. Wir haben den Ritter der Münzen und die drei der Münzen. Wir haben hier ganz viel Sicherheit. Münzen, Münzen, Münzen. Bube, Ritter, Königin. Wir haben hier mit den drei der Münzen die Lernaufgabe. Die Lernaufgabe, die verstanden wurde. Das ist aber auch das Team, die Teamarbeit. Hier geht es zu neuen Ufern und zwar zu neuen Ufern im Team. Hier hat man verstanden, eben war es der Herr, jetzt ist es die Dame, die Herrscherin, die hier auf den Stern schaut und die vom Gericht ganz klar in der Mitte und auch hier diese Karte verändert sich. Und zwar verändert sie sich so, dass dieses Buch aufschlägt und dieser Hammer aufgeschlagen wird. Als wenn hier jetzt das Gericht sagt, es ist jetzt einfach so weit. Es geht zu neuen Ufern auf. Und zwar die Herrscherin als Königin der Münzen und der Ritter der Münzen. Ich habe schon ganz oft gesagt, dass dieses Pärchen auch oft, habe ich ein Gefühl, Arbeitskollegen sind, die eine Leidenschaft teilen und die sich hier selbstständig machen. Das ist erfolgreich, Leute. Es fließt erstmal nur aus jedem Kelch her einzeln heraus. Es steht unter so gutem Stern. Der ganze Mai steht unter einem guten Stern. Wir haben das Rad des Schicksals. Wir haben in einer Woche drei Chancen. Es ist der absolute Hammer. Das kommt hier ins Fließen. Aber erstmal einzeln. Bis dann von oben gesagt wird, jetzt reicht's. Es ist jetzt einfach genug. Und dieses Gericht habe ich hier ganz deutlich, das ist ein Zusammenschluss aus
allem, was in der geistigen Welt, was es gibt. Es sind die Meister und Lehrer, es sind die Erzengel, es sind die Engel. Hier sind alle sich einig, als wenn die Richter alle Einzelnen wären der spirituellen Welt. Das ist wieder ein toller Satz. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Das wird jetzt hier auf allerhöchster Ebene entschieden. Dass es aufgeht zu neuen Ebenen. Dazu kommt, dass ja das, der Mai einer von drei wichtigsten Monaten ist in diesem Jahr. Und das, ihr Lieben, wird hier noch ganz deutlich zu spüren sein. Ja, schaut euch das an, die Wunscherfüllung. Die Neun der Kelche ist die emotionale Wunscherfüllung. Aus dem Rad des Schicksals, aus dem Feiern heraus, die Möglichkeiten. Ich bin gespannt, was ihr mir zu dem Mai zu erzählen habt. Schreibt es mir in die Kommentare. Ich danke euch für jeden Einzelnen. Lasst mich teilhaben an eurem Leben. Lasst uns alle teilhaben, weil es ist ja wirklich wir sind ja eine Community. Wir wachsen gemeinsam. Und das finde ich gerade so wundervoll. Habt vielen lieben Dank für alles, was ihr mir an Wertschätzung entgegenbringt, ihr Lieben. Habt einen zauberhaften Mai. Genießt ihn. Er ist einmalig. Ciao, macht's gut.